Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video, in dem ich jetzt eine Anfrage von einem Kunden natürlich von mir einmal erklären möchte. Und zwar, er hat sich von Unity Media damals ein Modem geben lassen, das kein WLAN hat. Ich habe jetzt leider dieses baugleiche WLAN-Gerät bzw. Modem nicht da, deswegen habe ich jetzt einfach mal eine Fritzbox genommen. Jetzt gehen wir mal davon aus, das Gerät hat kein WLAN. Also man hat zum Beispiel noch das Aris oder das Cisco von Unity Media, also generell ein Modem ohne WLAN. 1&1 verkauft er aktuell auch so etwas, das kostenlos zur Verfügung gestellt wird in einem Vertrag. Dieses Gerät beinhaltet ja auch kein WLAN. Ich versuche euch das auch gleich mal zu zeigen. Hier haben wir es jetzt zum Beispiel, dieses Gerät für 0 Euro, steht auch ganz groß dran, LAN-Kabel surfen, also das wäre jetzt auch die Situation, die der Kunde aktuell hat. Ja? Und um dem auch nicht immer durcheinander zu kommen, nehmen wir hier einmal No WLAN. Ja, also der hat nichts. Und jetzt hat er sich zusätzlich ein WLAN-Gerät bzw. ein WLAN-Modem geholt. Und genau dieses Problem habe ich öfters mit Kunden, die sich beschweren, dass deren Internet nicht immer aktiv oder ist oder nicht so schnell genug ist. In der Regel müsst ihr ja, wenn ihr jetzt keinen Repeater habt, sondern wirklich ein WLAN-Gerät, müsst ihr ja diese Geräte miteinander verbinden, also per Kabel anschließen. So, damit habt ihr dann automatisch auch WLAN. So, ihr habt jetzt WLAN mit diesem Gerät und habt aber jetzt einen Schritt vergessen, den ihr vorher machen müsstet. Ihr müsstet diesem Gerät müsstet ihr Folgendes deaktivieren. Das machen dann viele nicht. Das nennt sich nämlich DHCP, ja, Dynamic Host Controller oder wie auch immer. Was ist DHCP? Das kann ich euch erklären. DHCP ist das Gerät, das einem sagt, welche IP-Adresse das Gerät bekommt. Ja, also grob gesagt, er entscheidet, wer welchen Ausweis bekommt. Ja, denn wenn ihr ein Smartphone habt und noch ein Smartphone und noch ein Laptop und sonst was, dann habt ihr immer folgende Situation. Dieser DHCP, ich versuche mal hier ein bisschen mehr Bild reinzubekommen, so, dieser DHCP-Server, nenne ich jetzt mal, gibt dem Gerät eine IP-Adresse. Die IP-Adresse lautet in der Regel 192.168, entweder 1 und dann die 5. Es kann auch 2.5 sein, kann auch 178 und so sein, ist jetzt in diesem Falle mal egal. Und dieses Gerät hier bekommt dann die 192.168, 1 und die 7. Ja, nur als Beispiel, das entscheidet der DHCP-Server selber, wenn ihr das nicht auf manuell umgestellt habt. Jetzt habt ihr aber das Problem, dass das Modem, ja, das Originalmodem, ebenfalls DHCP kann. Ja. Er sagt jetzt, ich entscheide, was passiert, wenn ein Gerät ins WLAN kommt oder ins LAN kommt. Jetzt kommt aber die Situation, in der das viele vergessen, dieses Modem kann das auch und es ist auch noch aktiv. Ja? Jetzt haben wir das Problem, dass dieses Gerät versucht, dem Gerät die IP-Adressen zu stören. Ja? Weil er sagt, das Gerät hat nicht 5, Moment mal, ich will 7. Entschuldigung, so, ich will 7. Und dieses Gerät ist nicht 7, das soll 9 sein. Ja? Und es geht jetzt die ganze Zeit hin und her. Es wird mal die Box gewinnen und es wird auch mal die Box gewinnen. Problem dabei ist, wenn diese Box gewinnt, kann es sein, dass ihr in dem Moment ganz kurz kein Internet habt. Ja? Oder es ist irgendwie ein kurzer Aussetzer dabei. Jetzt müsstet ihr da hingehen auf die Oberfläche des Modems. Ja? Also das ist das Modem. Da müsst ihr kontrollieren, ob DHCP aktiv ist. Und da soll es auch bitte bleiben. Ja? Immer bei dem Gerät aktiv lassen, bei dem vom Anbieter das zugesendet wurde. Ja, weil, meiner Meinung nach, weil das Gerät erstens die Verbindung zu dem Hersteller, also zu dem Anbieter erstellt und dann auch gleichzeitig der erste Anlaufpunkt sein sollte. Ja? Wir wollen ja hier im Prinzip nur einen Access Point erstellen. Ja? Das könntet ihr machen, indem ihr einfach ein WLAN-Gerät kauft, das DHCP nicht kann. Jetzt ist die Frage, welche kann das nicht? In der Regel können das fast alle, außer ihr habt natürlich jetzt einen reinen WLAN-Repeater oder LAN-Repeater von Devolo oder von Fritz oder sonst was. Da müsstet ihr das jetzt nicht beachten.
Aber bei solchen Modems, die nur 10, 20, 30 Euro im Internet kosten oder beim Mediamarkt, glaube ich, kostet es 19,99 oder sowas in der Art. Ist ja nicht schlimm. Aber wichtig ist, DHCP muss hier deaktiviert werden. Ja? Das muss hier platt gemacht werden. Ja? Wenn ihr das gemacht habt, werdet ihr merken, dass eure Geräte erstens schneller unterwegs sind im Internet. Das ist das eine. Das zweite werdet ihr merken, dass um den bestimmten Zeiten, wo ihr ins Internet geht, keine Abbrüche mehr entstehen. Und weitere ist, wenn ihr Geräte habt, die sowieso in eurem Netzwerk miteinander kommunizieren, ja, wie zum Beispiel ein Fire Stick TV mit Alexa oder also Echo Dot oder ein Tablet mit einem Notebook oder sonst was, werdet ihr merken, dass die Verbindungen sehr schnell aufgebaut werden können ohne Probleme. Ja? Wenn ihr auf beiden DHCP aktiv lässt, kann es sein, dass der eine andere IP bekommen hat, also der hier, und der eine andere IP, dann habt ihr ein kleines Problem. Ja, also immer schauen, dass einer von denen der Master wird. Ja, also ich nehme mal jetzt nicht den Namen vom DHCP oder sonst was, sondern wir sagen wirklich einmal Master und Slave. Ja. So, jetzt mache ich das einmal weg. So, das Modem als Master und den WLAN-Zugangspunkt als Slave. So hat dieses Gerät nicht die Entscheidungsmacht. Der hat nur die Möglichkeit, eine Tür zu öffnen. Ja? So müsst ihr es euch vorstellen. Er öffnet mir, meinem Smartphone, die Türe. Mehr macht er nicht. Ja? Weil ich habe ja kein Kabel, das ich ans Smartphone anschließen kann, um reinzugehen. Das wäre dann der direkte Weg, also die Türe. Und hier habe ich sie nicht. Deswegen baut er mir hier mit der Verbindung vom WLAN eine Türe zusammen. Ja? Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr das Video auch mal teilt und mich natürlich abonniert. Wollt ihr wissen, wie man auf die Oberflächen kommt, um die DHCP-Variante abzuschalten? Versuche ich ein Video zu erstellen, aber seid mir bitte nicht böse. Es gibt so viele Modems mittlerweile auf dem Markt, dass ich nicht für jedes ein Video machen kann. Ansonsten schaut einfach in der Beschreibung vom Hersteller rein unter dem Punkt DHCP und da könnt ihr auch eure Einstellungen durchführen. Ich wünsche euch viel Spaß und bis zum nächsten Video.